ein Jahr lang im Studienjahr 2018, 2019 Zivildiener gewesen bei uns in der Rheinema. Und bald wird er zurückgehen nach Bayreuth, davon kommt er, und will studieren. Wie war es hier in diesem Jahr? Mir hat es sehr gut gefallen an der Anima. Mir hat sowohl die Arbeit sehr gut gefallen, als auch das Leben in Rom. Hier an der Anima, die Leute, mit den Leuten an der Anima habe ich mich sehr gut verstanden. Und es war ein sehr schönes Jahr und ich freue mich noch auf die letzten beiden Monate hier in Rom an der Anima, bevor ich dann nach Hause zurückkomme. Und wann wirst du dann zurückgehen? Ich werde Ende August nach Hause fahren. Dann werde ich erstmal ein einwöchiges Seminar in Dresden haben und dann werde ich zum Studieren in eine andere Stadt gehen. Und was willst du studieren? Ich möchte Bauingenieurswesen an der Uni studieren und dafür werde ich höchstwahrscheinlich dann an die Uni Kassel gehen. So ganz da oben. Für ein Bayer ist das doch weit weg, oder? Naja, also, ja, es liegt ja mitten in Deutschland eigentlich. Und ja, meine Eltern kommen ja auch nicht aus Bayern, sondern mein Vater hat auch mal lange Zeit in Kassel gelebt, also. Naja, gut, das ist anders. Man hat jetzt keine besondere Bindung an einen Ort. Ich habe zwar 18, 19 Jahre in Bayreuth gelebt, aber ich freue mich auch wieder in eine andere Stadt zu gehen und ja, was Neues kennenzulernen. 18 Jahre, 19 Jahre, aber wie alt bist du da? Ich bin jetzt 19,5. Ja, gut, dein ganzes Leben. Gut, lass uns reden über die Anima. Was war die Arbeit eigentlich hier? Meine Arbeit als Zivildiener besteht eigentlich darin, dass man in vielen Stellen präsent ist. Das heißt, dass man zum Beispiel Kirchenaufsicht macht, man arbeitet im Gemeindebüro, man macht Botengänge und man arbeitet sehr viel mit den Studenten zusammen. Der Kurator und ich haben zum Beispiel über das Jahr hinweg sehr viele Studentenveranstaltungen gehabt. Das heißt, wir hatten Studententreffen in der Anima, wir haben Ausflüge gemacht, wir hatten Treffen zum Beispiel mit Erzbischof Genswein, wir waren an den Botschaften Deutschlands und Österreichs am Heiligen Stuhl und wir haben uns zum Beispiel auch das Parlament angeschaut. Also wir hatten sehr viele Veranstaltungen, die wir unternommen haben, genau, und die haben wir halt zu zweit geplant und dann auch zu zweit durchgeführt. Das waren eigentlich so ziemlich die schönsten Arbeiten, die ich dann in der Anima hatte. Und was war am langweiligsten? Die Kirchenaufsicht ist nicht gerade spannend. Ich habe diese Zeit immer dafür genutzt, um Italienisch zu lernen oder um ein Buch zu lesen. Oder jetzt habe ich auch diese Zeit genutzt, um mich an den Unis zu bewerben. Man kriegt die Zeit dann schon rum, aber natürlich sind die Studententreffen spannender. Oder wenn man bei den Botengängen oben sich anschauen kann. Und wie war das auch in der Liturgie zu arbeiten? Ich meine, teilzunehmen an der Liturgie als Akolyt? Ich selber habe an den Gottesdiensten immer als Ministrant teilgenommen. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ich habe selber noch die Textblätter für die Abendmessen am Sonntag vorbereitet. Das waren eigentlich so ziemlich die Verbindungen mit Liturgie, die ich in der Anima hatte. Ja, schön. Gut. Und was hast du in Rom gelernt? Naja, einerseits habe ich natürlich dann die Sprache gelernt, Italienisch. Italienisch habe ich vorher gar nicht gesprochen. Ich hatte nur Latein in der Schule, das habe ich dann während der Kirchenaufsicht und im Sprachkurs gelernt. Und sonst generell, ich komme aus einer relativ kleinen Stadt im Vergleich zu Rom. Rom hat 3,5 Millionen Einwohner, Bayreuth 70.000. Da ist es natürlich dann ein ganz anderes Lebensgefühl, das man bekommt. Und natürlich, was man noch lernt, klar, ich wohne jetzt nicht mehr bei meinen Eltern, sondern habe alleine eine kleine Wohnung in den Räumlichkeiten der
Anima, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man zu Hause wohnt und sozusagen von Mama und Papa bekocht wird und die sozusagen quasi für einen den Haushalt schmeißen. Das muss man natürlich jetzt alleine machen. Ja, und sonst, was ich glaube, man merkt es dann am Ende des Jahres oder Jahre später, dann, wenn man nochmal zurückschaut, was man dann noch so alles gelernt hat. Was könntest du deinem Nachfolger raten? Er sollte definitiv die Zeit nutzen, Rom kennenzulernen und egal wo der Nachfolger herkommt, ich kam selber aus Bayreuth und der nächste Zivi kommt aus einem eher kleineren Ort und da ist es natürlich so, dass man die Zeit selbstverständlich nicht so intensiv dafür genutzt hat, um seinen Ort und die Region kennenzulernen, wo man herkam. Aber in Rom sollte man in dieser Zeit, wenn man da ist, schon die Zeit auch dafür nutzen, sich Rom, aber auch die Gegend anzuschauen. Also man sollte jetzt meines Erachtens nicht den Samstag dafür nutzen, um gemütlich auszuschlafen und dass man dann irgendwie dann erst abends dann richtig wach wird und etwas unternimmt, sondern meines Erachtens sollte man, wenn man den Samstag schon immer frei hat, dann sollte man am Samstag auch möglichst früh aufstehen und dann den Tag dafür auch nutzen, um sich die wunderschöne Landschaft... Und ist das die Rauchkommission immer? Fast immer. Gut, gut. Du hast nicht gedacht, ach, ich wäre vielleicht auch Priester. Nein, ich möchte Bauingenieur werden. Ja, du sagst immer so. Weil ich merke, ich meine zu wissen, dass du doch noch ein bisschen gezögert hast, was du wählen würdest. Also ich hatte... Ich wusste eigentlich jetzt lange Zeit nicht, was ich studieren möchte. Ich hatte immer überlegt, ob ich Architektur studieren möchte oder Elektrotechnik. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren. Ich habe mich mit einer Freundin mal unterhalten und ich habe damals gesagt, ich möchte Elektrotechnik studieren. Aber ich war mir auch damals unsicher und sie hat dann einfach gesagt, warum ich denn nicht Bauingenieur werden möchte. Und ja, und seitdem möchte ich Bauingenieur werden. Gut. Und wie willst du, dass wir dich erinnern? An Rom? Ja, wir, in dieser Gemeinschaft. Wie willst du, dass wir dich erinnern? Ach so, naja, also ich hoffe mal, dass ich natürlich bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Und ich hoffe natürlich, dass noch einige Leute jetzt erstmal an der Anima bleiben werden über die nächsten Jahre. Und nicht, dass sich jetzt das Kolleg jetzt schnell auswechselt. Der Rektor, es kommt ja auch ein neuer Rektor. Also nicht, dass ich jetzt in ein, zwei oder drei Jahren wieder nach Rom komme und dann ist an der Anima quasi niemand mehr da, den ich kenne. Das wäre natürlich schade. Und ich glaube, in Erinnerung werde ich dadurch bleiben. Ja, das ist. Gut, sag ich. Delikat darauf zu antworten. Gut, gut. Wir wünschen dir alles Gute im Kassel. Danke.